Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play Guild Wars Bonusmissionen. Ja, heute Gwens Geschichte und ich erzähle gar nicht mehr viel, bevor ich starte. Sie betete für eine Chance auf Rache. Ja, weil wer die anderen LPs zu den Bonusmissionen schon gesehen hat, weiß ja wahrscheinlich das meiste Wichtige. Hier spielen wir halt Gwen auf ihrer Flucht aus der Gefangenschaft der Char. Die Flucht nach Norden zur Ebon-Vorhut. Was die Ebon-Vorhut ist, das will ich jetzt nicht zu viel spoilern. Hehe. ja. Wenn Gwen irgendwann mal erscheinen würde, hier haben wir sie. In einem, naja, Lumpenkleid. Na, immerhin hat's was so anzuziehen. Hier haben wir Gwens Skills, die man sonst nirgends findet. In der Hoffnung, dass wir möglichst keinen davon brauchen. Für Steinwerfen brauchen wir aber erstmal einen Stein. Faszinierend. Ja, lässt er uns mal hier raus, damit wir irgendwann mal hier anfangen können. Hallo? Da ist ein Stein, den brauchen wir. Stein. Stein. Brauchen wir. Sehr wichtig. Wir müssen nur hier erstmal raus, damit wir was machen können. Na, endlich geht's los. Wird ja auch Zeit. Also versuchen wir mal lebend an den Stein zu kommen. Weil ich glaube, das wird der Verschlinger etwas verhindern wollen, dass wir da dran kommen lebend. So. Den muss man jetzt, glaube ich, auf die beschädigte Statue werfen, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Ja, das habe ich richtig gesehen. Und immer versuchen, schön dem komischen Verschlinger auszuweichen. Oder hätte man die Steine auf den Verschlinger werfen müssen? Was passiert, wenn man das macht? Okay, Stein auf Verschlinger bringt... Also doch wieder auf die Statue. Also Säule. Ja, fehlen noch 2 oder 3 Steine. Stein! Jo, ein Stein noch dran. Ist Sense. Ein Stein. Stein. Ein Stein. Wieso kommen wir nicht an den Stein? Mist. Nehmen wir den da. Stein ist Stein. Und Stein werfen. Bam. Wir wurden zwar auch mal getroffen, das Video erspare ich euch. Auf jeden Fall können wir jetzt Richtung da runter fliehen. Und die Char sind jetzt böse zu uns. Yeah. Dann müssen wir einen Ausgang hier aus den Ruinen finden. Das ist schon mal schlecht. Ich mag keine Level mit. Da kann man sich verlaufen. So, Tür ist zu. Jetzt stören uns die Char so schnell nicht mehr. Im Fliehen können wir rennen. Zwar nicht lang, aber wir können rennen. Holen wir uns mal diese Forschungsaufzeichnungen da. Yay, Illusion der Eile. Ja, wo wir genau jetzt hin müssen, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir müssen dahinter. Und ich glaube, das hat was mit der Fackel zu tun, mit diesem Flammenkohlebecken. Oder kommen wir da direkt links schon raus? Schön wär's. Nein, tun wir nicht, aber da hinten gibt es Forschungsaufzeichnungen. Dann kriegen wir noch einen Skill. Ich wüsste nur gern welchen. Na, finden wir gleich heraus. Yay. Bringt uns jetzt momentan aber nicht viel. Irgendwie müssen wir da durch diese Tür, soweit ich weiß. Ah, so kommen wir durch diese Tür. Ich
gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich das auf die Chart zaubern muss, damit es was bringt. Ja, und dann vermutlich da diese Treppe hoch, um da irgendwie hoch auf das Grünfläche zu kommen. Und ich glaube, die Fackel brauche ich jetzt nimmer. Schmeißen wir sie weg. Und wegrennen. Ja. Ich glaube, hier geht's raus. Und jetzt habe ich da eine große grüne Fläche, wo ich rüberrennen muss. Und zwar lebend. Na klasse, ich komme hier nicht raus. Wieso komme ich hier nicht raus? Ach man, das ist ja mies. Keine genaue Ahnung mehr, was ich machen muss, muss ich ehrlich sagen. Ich rate gerade mehr, als dass ich es weiß. Okay, ich muss auf jeden Fall diese Forschungsaufzeichnung machen. Brauche ich die? Okay, also ich glaube, ich brauche die Fackel und muss das Flammenkohlbecken damit anzünden. Dann muss ich dahin zurück, muss die Char daran hindern, den anderen zu nahe zu kommen. Und die anderen müssen dadurch diese geschlossene Tür durch, die ich dann vorher öffne. Und dann darf ich, glaube ich, weiter. Kann das sein? Wie gesagt, ich habe die Mission schon selber lange nicht mehr gespielt. Und selbst wenn ich jetzt hier gerade Blödsinn zusammenlaufe, ihr könnt es ja dann sicherlich besser machen als ich. Das schafft ihr schon. Ja, das muss ich anzünden. Ja, zum Glück habe ich Illusion der Eile, mit der ich mich vor Verkrüppelungen retten kann. Oder auch nicht. Scheiß Fallen auf dem Boden, sowas hasse ich. Ja, die Fackel wird nämlich nicht lang genug halten, deswegen muss man das so rum wohl machen. Na gut. Dann fliehen und rennen. Illusion der Eile, damit wir nicht mehr verkrüppelt sind. Und wieder Illusion der Eile, um nicht mehr verkrüppelt zu sein. Und ein letztes Mal Illusion der Eile. Ja, und zack, angezündet ist. Ich dachte eigentlich, dass sich jetzt diese Tür öffnet. Okay. Dann gehen wir auf jeden Fall trotzdem erstmal wieder zurück. Wir sind auf jeden Fall die ganzen Stacheln hier auf dem Boden weg. Das ist schon mal gut. Sind wir schneller. Wir haben immer noch die Fackel auf uns, obwohl wir die Fackel gar nicht mehr in der Hand halten. Faszinierend. Ich gehe jetzt einfach nochmal hierher. Und fäx die Char gleich mit geteilter Bürde, dass sie schön langsam laufen, wenn wir loslaufen. Andere Angriffsskills habe ich ja leider gerade keine zur Hand. Deswegen, ja. Waffen haben wir in dieser Mission, wie ihr seht, auch keine. Das heißt, wir können nicht mal angreifen. Ja, also diesmal sollten die Char weit genug weg sein. Ansonsten hexen wir sie nochmal zu. Hehe, Hex, Hex. Ja, Bodyblocken können wir sie nicht wirklich gut. Aber die NPCs da vorne müssten eigentlich weit genug sein, dass die Char sie in Ruhe lassen, oder? Ah, doch, Tür geht auf. Dann haben wir hier einen Stein und ich gehe davon aus, den müssen wir auf die rissige Stütze da drauf werfen. Ist nur so reine Vermutung von mir, ich weiß es nicht. Ja, die hat jetzt den ganzen Char hier kaputt gemacht und wir können uns das nächste Forschungsaufzeichnung holen und bekommen noch einen Skill. Yay! Okay, fragt sich nur, für was wir den brauchen. Jetzt dürfen wir hier, glaube ich, raus aus diesem Labyrinth. Hätte ich das nur vorher gewusst. Naja gut. Bis mal jetzt. Macht ihr dann besser, hoffe ich. Wie war das hier hoch und dann da so geradeaus und dann so halb links? Zwischendurch sollten wir auch mal rennen, wenn es geht. Und ja, jetzt wird es dann gleich schön gefährlich.
Jetzt rennen wir nämlich im Prinzip mitten durch die Char durch. In der Hoffnung, dass die uns nicht erwischen. Ansonsten können wir uns nicht tot stellen. Skill mit der höchsten Recast meines Wissens in dem ganzen Spiel. Scheiße, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir Char, eine Backe. Ja, so mitten querfeld einzurennen ist vielleicht doch nicht das Geschickteste, was man machen kann. Ist ja gar nicht das, was man machen sollte. Das ist jetzt verdammt gefährlich, was ich hier gerade mache. Das solltet ihr dann vielleicht doch lieber nicht. Ihr solltet irgendwie da eher hinten rumlaufen, wo keine Char sind. Das ist gesünder. Aber ich glaube, ich muss... Ich weiß gar nicht genau, wo ich muss. Ja, ich glaube, ich muss Richtung hier hoch. Ja, hier hoch muss ich hin. Und das habe ich auch geschafft. Und ich erspare euch die kommende Videosequenz. Hoffe, dass ihr euch die anderen LPs von mir anschaut zu den Bonusmissionen. Und ja, wünsche euch einen schönen Tag, Wochenende, was auch immer, wann auch immer ihr das Video guckt. Bis hoffentlich zum nächsten Video. Auf Wiedersehen. Tschüss.